Hallo und herzlich willkommen zurück zu Saints Row The Third. Und wir machen uns gleich auf HTTP Deckers Sterben. Okay, dann werde ich diese Mission mal rocken. Tod den Deckers! Es lebe die Saints! Und wo zur Hölle gehe ich hier raus? Ich will hier raus! Ah, da geht's raus. Glaube ich. Nee, da geht's hoch. Nein! Oh, was zur Hölle? Au. Ah ja, okay, jetzt habe ich's. Ist das die Tür? Nein, das ist nicht die Tür. Alter, was zur Hölle ist das? Warum steckt man nicht in diesem scheiß Domizil, wenn ich aufhöre? Ich kenne mich hier doch nicht aus. War da eine Tür? Da ist eine Tür! Ich kann hier raus! Yay, Freiheit! Oder auch nicht. Ach, da gucke ich mich hier mal um, wenn ich den Weg nicht finde. Ist ja nicht so, dass hier eine Karte fehlt. Ah, da sind Striche. Ich glaube, da könnte ich irgendwo... Ja, richtige Richtung. Oh, eine Garage. Okay, Garage ist immer gut. Was nehmen wir denn da? Auch nehmen wir mal einen Peacemaker. Das, meine lieben Leute, war mal ein Polizeifahrzeug. Sieht das nicht geil aus? Oh yeah, Alter. Mach dich nicht so fett, Junge. Hier, verpiss dich. Ah, du Arsch. Ups. Das war keine Absicht, glaube ich zumindest mal. Oh, ich bin falsch gefahren. Egal, fahre ich so. Macht ja auch keinen Unterschied, wie ich fahre. Hauptsache ich komme an. Na du. Ey du. Verpiss dich von... Oh, von der Straße, du scheiß Motorradfahrer. Ah, da ist noch einer, da ist noch einer. Yay, yay. Ich fahre dir von hinten drauf. Ups. Ups. Ich hoffe, dir geht's gut. Aber ich glaube, es sieht nicht so aus. Nach einem brennenden Motorradunfall noch zu leben. Hm. Ah! Oh mein Gott, die Bullen sind hinter mir. Ja, bloß weg hier. Bloß weg hier. Ach, verpiss dich, komm. Hier, oh, den nehme ich mit. So, müssten bald da sein. Noch 600 Meter. Und dann zeigen wir den Deckers, wo es lang geht. Oh, eine meiner Lieblingsmissionen. Oh, ein Bulle. Ach, komm, nimm mich Abkürzung. Gegen den Baum. Alter, wo führt er mich lang? Ja. Ich muss doch eh wieder zu Kinsey, so wie es gerade aussieht. Ach ja, die schickt mich in Cyberspace. Stimmt ja. Und dann machen wir den Deckers Ding gar aus. Kinsey, ich bin da. Machen wir jetzt Party? You ready to fuck things up in virtual reality? Safer than being shot at. You can survive a gunshot, but if your mind takes too much shock in this chair, you'll go brain dead. Great plan, Kinsey. I know. You ready? Let's do it. Nette Aussichten. Starten wir das Spiel. Was kann schon schief gehen? Hm, da scheint Metz reich zu sein. Und ich... Was zur Hölle? Ich bin eine verfickte Toilette. Hallo, geht's noch? Was mit der Toilette? Oh my god, that's me! Oops, sorry about that. Let me load up another. Ich will nicht Toilette! Was soll... Kannst du ändere das, Kinsey? Just start moving.
sorting through the data. I'll sort it out soon. Darf ich mich jetzt endlich mal... Danke. Nee, Great, now I'm a walking sex joke. You're complaining, you big... Tja, was hat man da noch zu sagen? Eine Sexpuppe, ich glaube, es geht los. Kenzie! Na, die wenigstens kann die kämpfen. Oh, that's more like it. Oh, war das gerade einer dieser Schnellendeckers oder ist der einfach nur gestorben? Mach egal. Ich kann auch die Moves, die ich in der einen Welt machen kann. Oh, schön, dass ich unendlich Munition für diese Waffe habe. Oh, da sind diese Wichser noch. Ah, stirb. Game over, komm. Ich werde aus allen Richtungen angeschossen. Stirbt alle. Ah, da sind noch welche. So. Alter, ist jetzt mal Ruhe hier. Komm, Junge. Tu das, was du am besten kannst, und zwar sterben. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 ich will nicht sterben! Vorher nehme ich euch mit in den Tod. Ich hau jetzt hier mal ab, ach, da oben. Ist jetzt mal Ruhe. Solange, bis ich mich aufgeladen habe, lade ich auf, verdammt! Ah, da ist einer von diesen... Cyber-Arschis. Verpisst euch. So, ich bin jetzt gleich da. Aber erstmal mache ich euch noch platt. Irgendwie habe ich das Gefühl, die wollen nicht, dass ich zu Matt komme, hä? Ah ja, toll. Ich bin eine Schnecke. Aber auch nur zum Teil. Stirb, Deckers. Also immer wenn das Symbol auftaucht, bin ich langsam. Na komm her, du. Was zur Hölle? Ach, der Typ ist schnell. Ist der noch am Leben? Oder habe ich ihn erwischt? Oh, ich hoffe, ich habe ihn erwischt. Sieht aus, als hätte ich ihn erwischt. Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Sterben. Danke. Ganz langsam. Ach, wisst ihr was? Los zum. Okay. Was jetzt? Oh, I love these. I'm happy for you. Now, how do I get past? And ruin it for you? No way. You've got to figure this out on your own. Seriously, spoilers. Jetzt muss ich ein Spiel spielen. Du wachst und findest dich auf kalten Steinplatten wieder. Als du aufstehst, bemerkst du, dass das kleine Zimmer von zwei Fackeln beleuchtet wird. Im Norden befindet sich eine Tür, im Süden ist ein Loch in der Wand. Was machst du? Ich nehme eine Fackel. Du ziehst die Fackel aus der Wandhalterung und öffnest die Tür. Vor dir erstreckt sich ein dunkler Korridor, der sich in dichtem, finsterem Schwarz verliert. Du gehst eine gefühlte Ewigkeit weiter und plötzlich bemerkst du, dass deine Fackel allmählich ausgeht. Ich gehe weiter. Du rennst vorwärts und betest zu den... Hä? Was? Betest? Was heißt das? Zu den 31 Göttern des Dias. Dass deine Fackel nicht ausgeht. Und zum Glück geht sie auch nicht aus. Ach, betest! Ich bin auch so doof. Vor dir weicht die Dunkelheit dem Licht. Ein bläuliches Schimmern
Er hält den Korridor vor dir. Du hörst das Geräusch eines großen Felsen, der auf Stein reibt. Ich benutze das Schwert. Du beherrschst keine Magie. Was möchtest du tun? Das Schwert ziehen. Du spürst, dass etwas sehr Böses durch den Korridor auf dich zukommt. Während du wartest, fällt ein lockerer Steinplatte von der Decke. Sie landet auf deinem Kopf und bricht dir das Genick. Du bist tot. Vielen Dank fürs Spielen von Drachen und Tränen Teil 1. Der Trilogie Wirbelnde Finsternis. Leck mich! Ich nehme eine Fackel. Ich gehe weiter. Und diesmal gehe ich wieder weiter. Während du dich auf das bläuliche Schimmern zubewegst, geht der Korridor in einer größeren Höhle über und die Lichtquelle ist endlich zu erkennen. Der Raum wird von einem riesigen leuchtenden See erhellt. Ein Einhorn steht am Ufer und trinkt. Was machst du? Schau dir das Einhorn an, streiche das Einhorn, töte das Einhorn. Ich schau's mir mal ein. Fuck you. Es sieht aus wie ein Einhorn. Was möchtest du tun? Streichel das Einhorn oder töte das Einhorn. Ich töte es mal. What do the writer have against unicorns? Du hast gewonnen. Vielen Dank fürs Spielen von Drachen und Tränen Teil 1. Der Trilogie Wirbelnde Finsternis. Ah, juhu! I'm not going to be beaten by some noob you dragged into my world, Kensington. Kann ich mich jetzt langsam wieder bewegen? Hallo? Ah, ich bin eine verfickte Toilette, die schießen kann! Yay! Hauptsache, ich kann mich wenigstens wehren. Da ist es mir scheißegal, ob ich eine Toilette bin oder nicht. Hauptsache, ich kann schießen! Spürt den Zorn der aggressiven Toilette! Denn diese Toilette ist sehr aggressiv, also scheißt nicht auf sie! Denn sie scheißt auf euch! Sie scheißt zurück! Ah! Leck mich, ich bin eine Toilette! Yay! Und die Toilette kann laufen! Na komm. Ah, noch mehr Gegner. Stirbt. Eine Toilette, die sich wehren kann. Yeah. Sowas braucht die Welt. Yeah, ich bin wieder normal. Bam. Fuck you. Alter, geht der auch mal tot? Alter, wo ist der hin? Yeah! Was zur Hölle geht hier ab? Was zur Hölle geht hier ab? Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin tot. Alter! Wie viele waren das denn gerade? Ich werd wahnsinnig. Und ich bin schon wieder die... Oh, wisst ihr was? Leckt mich, Leute. Ich gehe weiter. Yay. Die aggressiv schießende Toilette. Oh, die fast tot ist. Did Pierce pull up the cord or something? He's bombarding us with data. Oh Mann! Ich muss mich in Sicherheit wiegen. Oh Mann! Na super! Damn it. Ach komm, ich sterbe. Alter, warum? Was zur Hölle ist denn das jetzt passiert? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen?
Immer wenn ich geradeaus lief, auf einmal starte ich wieder irgendwo, wo ich nicht wollte. Verdammt nochmal! Hör doch auf mich zu ballern! Ich kann mich doch gar nicht wehren! Ich bin doch nur eine Toilette! Alter! Du! Stirb! Lass die arme Toilette mal leben! Die hat schon viel Scheiße in ihrer in der Welt gesehen, wisst ihr? Das sieht einfach nur urig aus. Nee, aber... Die Entwickler, den hat man ins Gehirn geschissen. So. Wo ist noch einer? Aua. Wo ist der? Wo? Wo? Na da. So. Heilen. Weiter. Geronimo! Wo bist du? Scheiß Wichser, verpasst dich! Oh. Oh, leck mich! Oh. Was zur Hölle? Yay! A toilet, a sex doll, and now a tank. Komm her! Schieß dich kaputt! Alle Panzer... Oh, the fuck! Ah, oh, Mann! Komm her! Ah, Mist! Stirb! Ah, der kommt da raus. Bam! Komm her! Feige Sau! Okay, der ist tot. Noch mehr oder war's das? Oh, das war's sogar schon. Oh, die Firewall ist beseitigt. Und jetzt bin ich eine schießende Gummipuppe. Ah, ich will nicht. Ah, zumindest will ich nicht sterben. Und du da oben, verpiss dich mal, Junge. Danke. Aggressive Gummipuppen. Die wurden schon so vielen Kerlen in den Stich gelassen, nachdem sie eine Freundin bekommen haben. Wenn überhaupt. So, alle tot. Wuhu. Ja, yeah, Gummipuppe ist auf Rache aus. Wo ist er? Da war doch gerade noch ein Arschloch. Bam. Ach komm. Was kann schon Schlimmes passieren? Oh, ich bin wieder normal. Was zum? Was ist das? Ich bin verwirrt, die Steuerung verändert sich. Also nicht viel bewegen, einfach schießen, dann kann nichts passieren. So, da ist noch einer.
Alter, ich dreh durch. Die ganze Scheißsteuerung verändert sich immer. Waren das alle? Ah, debugge den Bildschirm. Was zum? Hey! Okay, don't panic. We can work this out. Probably. You ever been good at... Soll ich einen Knopf drücken? Okay. Debugge den Bildschirm. What the fuck? Why aren't you... Weil ich nicht will! Oh mein Gott, das sieht nach Endfight aus gegen den. Matt! Willkommen zum Showdown! Easy to laugh when you're hiding like a pussy. Come on out! Glad. What the fuck? Don't you get it? I'm Gordon. That's just fine. In the real world, you're just a bitch with a keyboard. Yeah, eine Nutte mit einer Tastatur. Muschi, komm her! Oh, das war Spaß. Du sollst nicht gleich so wild werden hier. Komm her. Alter, was zum? Oh, ich bin ein Mini, nein! Er hat mich klein gemacht! Ich bin so klein! Ich bin so klein! Ich bin so klein, meine Kanone ist größer als ich! Oh, Controller! Chaos! Du Arsch! Ich weiß gar nicht mehr, wo ich langlaufe. Der hat ein Damage gemacht! Wo ist er? Bring it. I'll kill you one way or another. Ja. Okay. What are you doing? Get down. Was muss ich machen? Ah. Ja, komm. Komm, komm, reiß dir die Flügel raus. Oh, coward. You can't win. Arsch. Oh, mein Freund, Junge. Ja, komm. Ich werde dich aber angreifen und gegen dich kämpfen, Junge. Du bist nichts weiter als eine große Mechamaschine. Oh nein, jetzt gehe ich auf sie zu. Jetzt bist du fällig. Ja, ich bin riesig. Kommt her. I will destroy all humans. Alter, was wollt ihr eigentlich? Ich burn euch! Yeah! Ach, von da kommt's? Juhu! Wo sind denn noch mehr Deckers? Ach, da! Jawohl, das war ja geil. Wo bist du? Alter. Komm her! Alter! Ich bin stärker als du!
Na komm, ich zerstöre dich, ich zerhexe dich. Alter, wo willst du hin? Komm her, du Muschi, Alter. Komm her. Bam, 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 bam. In your face, Alter. In your face, Alter. Du wirst deines Lebens nicht glücklich. Ich reiß dich auseinander, Junge. Ich geb's dir so richtig und jetzt darf ich dir den End. Den Gnadenstoß geben wir. Bam, 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 bam. Nimm das und das und das und das und stirb und verreck einfach. Ja. Maddie Boy. Du hast keine Chance. Bye, Matt. Ugh. I can clear your name. Prove that you didn't destroy that bridge. I'm sure Kinsey can figure it out. I literally have the world at my fingertips. It's a little vague, Matt. Gotta do better. You tell me the name of a company, and it becomes the property of the Saints. You get your empire back, and I get to walk away. Kid, now we're talking. Okay, jetzt darf ich entscheiden. Okay, what's with the doors? They're back doors into company records. Ein Waffenhersteller übernehmen. Discounts on weapon upgrades. Right, and this one? An automotive parts distribution house. They'll discount work done on your cars. Pick one and I'll get you set up as a high priority client, I swear. Kann ich mich auch entscheiden, dich einfach umzubringen, weil das ist alles scheiße. Waffe? Oder Autos? Wenn man nur genug Geld hat, bringt das eigentlich fast gar nichts. Und in dieser Mission, wer da nicht genug Geld hat... Ja, der hat nicht gespart. Aber was brauche ich eher? Was ich eher brauche, sind Pistolen, Munition. Na gut, nach einer Zeit werde ich die auch nicht brauchen, aber besser als nichts. Und damit wäre die Mission auch geschafft. I really wish you'd reconsider, Maddie. These hands of mine were meant to rend bone, not hunt and peck on a keyboard. Well, if typing's the issue, I can recommend some good voice recognition software. I know the best... Shh. You stuck with me when I rose from Philippe's ashes like a phoenix. You and me, we've bonded. That's lovely, but I feel it's time for me to move on. Well, to be honest, I'm a little scared of... Well... dying. I do run a demanding workplace. Maddie, I appreciate how you shared your concerns. I mean, the way Viola and Kiki handled their departures made me just want to kill someone, you know? Oh, absolutely. Well, I've got a flight to catch, so... Maddie. Oh, God. Feel free to list me as a reference anytime. Der Typ, der tut mir irgendwie leid, aber der hat auch keinen Bock mehr für den zu arbeiten, jetzt nachdem er ihn so enttäuscht hat. Kann ich mir gut vorstellen. Okay. So. Yeah, den Cyberbuster haben wir jetzt als Waffe, den brauche ich sowas von gar nicht. Mocap-Anzug. What the fuck ist das? Yay, ich kann sogar mit dem Cyberpanzer rumfahren. Wer will das nicht? Und ich bekomme 25% Rabatt auf alles, außer Tiernahrung. So, und was kommt als nächstes? Ich hatte das Gefühl, dass mein Mikro an einer Stelle nicht an war. Muss ich mal überprüfen. Auf jeden Fall... das war ein langer Part, sehe ich gerade. Geht ja schon 30 Minuten. Und ich habe Geld, ich habe Geld.
Gib mir Geld. Ach ja, ich hab ja Respekt bekommen. Sprengwaffen können mir jetzt weniger. Schönes Wissen. Und der nächste Auftrag wäre Stillwater Blues. Ja, den singen wir in der im nächsten Part. Also würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Zvenita.